Ich bin Martin von den Gourmetbooten. Es ist Muschelzeit. Also machen wir was Schönes mit Muscheln. Ich habe hier einen wunderschönen kleinen Sack Vongole-Muscheln geholt. Die machen wir schön mit Spaghetti, klassisch italienisch, super lecker. Und fangen wir mal an. Als erstes, ich habe hier ein paar Muscheln, da sind die Schalen kaputt. Die sortieren wir direkt aus. Das machen wir als erstes und waschen die Muscheln. Das heißt, wir schneiden uns den Sack hier mal auf. Wichtig ist, alle Muscheln, die jetzt schon offen sind, sind nicht mehr gut. Die könnt ihr gleich entsorgen. Also wirklich nur geschlossene Muscheln bitte verwenden. Die gebt ihr ein Sieb. Hier, da habt ihr zum Beispiel, da ist die Schale hier schon offen. Würde ich nicht verwenden. Da ist immer die Gefahr, dass ihr danach ein bisschen Bauchschmerzen habt. Weg. Den Rest waschen wir ein bisschen durch mit kaltem Wasser. In eine Schüssel und würzen die schon etwas mit Meersalz ein. Stehen lassen. Jetzt wollen wir den Topf. Können wir schon mal vorheizen etwas. In der Zwischenzeit schälen wir uns eine Zwiebel. Kleine Würfelchen schneiden. Ganz wichtig, Knoblauch. Da gerne auf zwei Zehen anbrechen. Hier hinter mir habe ich schon mal Wasser aufgestellt, um die Spaghetti gleich abzukochen. Durchhacken und dann Olivenöl in den Topf. Jetzt geben wir die Zwiebelchen rein, schwitzen das alles schön an. Dann schon mal ein bisschen unseren Rosmarin abmachen und mit reingeben. Einen kleinen Schritt mehr Olivenöl nehmen. Wollen wir nicht geizen bei dem Gericht. Und geben jetzt die Muscheln schön mit anschwitzen. So, wenn ihr es schön angeschwitzt habt, die fangen schon an, durch die Hitze leicht aufzugehen. So muss es auch sein. Löscht ihr es entweder mit etwas Weißwein ab oder Gemüsebrühe. Leicht aufgießen lassen, dass sie knapp bedeckt sind. Und geben jetzt einen Deckel drauf. Oder etwas Ähnliches wie einen Deckel. Ich sage mal, das Ganze 10 Minuten kochen lassen, maximal. Währenddessen, was er kocht, können wir Spaghetti reingeben. Wichtig, Nudelwasser muss immer gut gesalzen sein. Da könnt ihr fast nicht zu wenig dran machen und fast nicht zu viel. Wirklich ordentlich Salz dran. So. In der Zwischenzeit nehmen wir uns ein paar Tomaten. Strom raus. Schneiden uns die in grobe Würfel. Die Menge sollte reichen. Wir nehmen uns ein bisschen Chili.
und etwas Frühlingslauch. Eine Chili reicht auch, wie gesagt, je nach eurem Gusto, wenn ihr es wirklich scharf macht, macht mehr ran. Kerne mal rausnehmen. Das sind dünne kleine Scheiben schneiden. Mit dazu Frühlingslauch, zwei Stück. Spaghetti immer schön rühren, damit ihr nicht eine große Spaghetti habt. Und nicht zusammenkleben. Wir schauen mal, was die Muscheln machen. Ja, auch noch ein wenig. Topf ein bisschen höher stellen. So, unsere Muscheln sind soweit fertig. Nehmen uns vom Herd. Nehmen uns jetzt eine Pfanne. Und geben dort ein bisschen Butter rein. Spaghetti mal schauen, wie weit die sind. Da gibt es immer viele Mythen, wie man es testet. Also entweder kommt ihr auf die Packung, da steht es meistens drauf. Oder ihr kostet. Wenn es noch zu viel Biss hat, wie jetzt, brauchst du natürlich noch ein wenig. Weg, dann ein bisschen Frühbutter. So, gehen jetzt unsere Frühlingszwiebeln in den Topf. Schön anschwitzen. Ein wenig Salzwürzen schon mal vorab. Und unsere Tomaten-Chili-Masse dazu. Jetzt so schön Muscheln, ruhig auch mit Zwang. Nicht den ganzen, weil das ist zu viel, aber schön die Muscheln rein. Mit Schale. Könnt ihr sie auch rauspulen, aber es gibt auch eine schöne Optik. Kosten wir mal, wie der Fond jetzt schon schmeckt. Ein bisschen Zucker dazugeben, das ist immer ganz gut. Ein bisschen um den Geschmack anzuheben, nicht zu viel, sondern ruhig nur eine kleine Prise sein. Und können gleich sozusagen die Vermählung zwischen Spaghetti und Muscheln vollziehen. Holen Sie auch ein bisschen Kräuter raus. Ich habe Basilikum und Petersilie da, passt wunderbar. Ein bisschen Petersilie dazugeben. Heute ist nochmal ganz, ganz wichtig und super, um Geschmack rauszuholen aus den Gerichten. Kann man schon mal aufmachen. Und Basilikum. Passt natürlich auch wunderbar. Vermischen, ein bisschen zusammendrücken. Mit einem schönen scharfen Messer das Ganze durchhacken. Versucht scharfe Messer mal zu verwenden, sonst drückt ihr nur die ganzen ätherischen Öle raus. Und den Geschmack damit. Das wollen wir natürlich nicht. Die Spaghetti sind fertig, können wir abgießen. Entweder in einem schönen großen Topf oder in der Pfanne. Da ist Spaghetti rein. Unseren wunderbaren Muschelfond mit drauf. Und die Kräuter. Schön miteinander vermengen. Schon kann ich servieren.
fertig habt ihr ein wunderbares, leckeres Muschelgericht. Probiert's mal aus. Könnt auch andere Muscheln verwenden natürlich. Nussmuscheln. Es gibt eine riesen Anzahl an Muscheln. Und probiert's aus. Lasst es euch schmecken. Rezept wie immer unter dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, die Glocke. Und bis bald. Euer Martin.